Martina Ersch mit dem 1,54 im Schnitt von dir zu rufen, kann Meter für Meter ihren Vorsprung ausbauen und hat jetzt mit der neuen Rangliste ganz klar die Führung übernommen. Momentan ist Clara Hohmann eigentlich besser dran, dass sie noch heute beendet hat, nämlich langsam eine Spitze dazu. Eventuell hat Clara Hohmann auch schon den zweiten Platz für den Ersten. Ja, hinter dir ist auch noch nicht ganz klar, was du sagst. Wer wird Zweiter? Ist es zusammen? Büffel, der sehr stark gestartet ist, aber jetzt mit einer höheren Durchgangszeit rudert, oder ist es Clara Hohmann? Ja, wenn du weißt, Clara Hohmann nach Unholland kommt immer näher und die Stadt zwischen den zwei ist im Moment noch in ihm. Haben wir gerade mal uns gelernt, da ist nicht mehr viel Abstand dazwischen. Ja, mit dem Augenblick ist Susanna Hoffmann gelungen, genau die gleiche Höhe zu kommen wie Susanne Büffel. Es ist nur noch ein, zwei Meter Differenz. Vorne dran, jetzt mittlerweile mit einem guten Vorsprung, 15 Meter bei der 500 Meter Marke, hat Martina Ernst 15 Meter Vorsprung und Platz 2. Ja, noch weniger als 500 Meter für die ersten drei führenden Athletinnen. Sie rufen nur die 1,5, aber es ist immer noch Martina Ernst, die mit 1,46 ganz deutlich geführt ist. Und so war es mit der Beschleunigung, ist der Beitrag an der Saison-Büffe und hat momentan den zweiten Platz können erobern. Auch gerade hier im Stor auf 4,9 führen. Sie ist nur knapp 10 Meter hinter dem Meter an. Vor hinter der Susanne Büffel jetzt doppelt kämpfen, dass sie dann noch wenigstens den dritten Rang verteilen. Also so Büffel hat jetzt wirklich abgebaut, gegen den Schluss von dem Rennen muss man auch aufpassen, dass eben nur noch 15 Meter da werden kommt. Hinter dem Abstand noch 10 Meter auf den letzten 3 Meter. Ja, die Positionen sind ziemlich deutlich bezogen an den ersten zwei Schritt. Und vor allem den dritten Rang, da wird es dann wirklich noch mal knapp. Vorne mittlerweile, souverän, Martina Ernst, mit der letzten 225 Meter hat sie den Abstand von 15 Meter ausgemacht. Ja, Martina Ernst spielt ein verdammt gutes Match, sie ist auf mehr als 15 Meter und sie hat doch einen Schnitt von 1,44 mal 8. Aber was passiert wieder? Platz Nummer 3, Peter und Kahn, Nummer 4, ein Hund noch her, und ist der Schmerz auf dem dritten Platz, wie so gut mit dem Zug. Und schon Martina Ernst, die 7 Minuten, sie ist mit 1,44 von der Lüge unterwegs, führen sie noch mal an, das ist mal schlecht, wenn sie noch mal schlecht, Martina. Martina Ernst gewinnt am Rennen schlussendlich über den zweiten Platz, Clara Hoffmann. Am Ende, wer noch der dritte? Ist es noch nicht? Jawohl, sie hat schon 6,49 für Martina Ernst. Was für ein Rennen von der Susanne Büffel, wo es beherzt den Start hergelegt hat und am Schluss noch immer mehr abgebaut hat und dort auch noch die Medaille verloren hat. Absolut gute Zeit, wir sind da gefahren worden. Mehr als 7 Minuten und Martina Ernst sogar unter 7 Minuten.